Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte in das neue Jahr gerne mit einem Q&A starten. Und ihr habt mir wirklich sehr viele, auch sehr interessante Fragen gestellt und die werde ich in diesem Video beantworten. Ich bin noch ein bisschen dabei, mir meinen neuen Videohintergrund zu schaffen. Eigentlich wollte ich hier gerne so ein Lichternetz drüber hängen. Das ist aber zu großflächig. Also ich brauche eins, wo quasi mehr Lichter drauf sind oder das an sich größer ist, sodass ich das doppellagig drüber hängen kann. Da muss ich noch so ein bisschen rumprobieren. Ihr werdet also in den nächsten Videos dann auch sehen, wie sich das Ganze um mich herum dann noch so ein bisschen verändert. Wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde ansonsten einfach damit beginnen, eure Fragen zu beantworten. Ich weiß, ohne auf mein Handy zu schauen, dass mich jemand nach meinen Zielen oder Vorsätzen für das neue Jahr gefragt hat. Ich kann euch schon mal sagen, ich setze mir keine Vorsätze. Das habe ich vor vielleicht 10 Jahren zum letzten Mal gemacht. Ich bin auch kein Freund davon, weil ich brauche kein Silvester oder keinen 1.1., um irgendwelche Ziele zu starten, um neue Projekte zu starten. Und die meisten, die wollen wieder mehr Sport machen und sich gesünder ernähren. Und so, ich halte von so Vorsätzen einfach nichts. Natürlich habe ich Ziele für 2017, sehr konkrete auch. Ich arbeite ja auch sehr intensiv mit meinen Zielen, einfach auch dieser Zielsetzung. Eigentlich arbeite ich jeden Tag damit und ich arbeite auch jeden Tag für meine Ziele. Und es wird sich viel tun für dieses Jahr. Es ist ja nun so, dass ich unplanmäßig länger mit Svea zu Hause bin, als es geplant war. Aber ich weiß, dass es dazu noch eine Frage gibt, deswegen gehe ich da gleich nochmal drauf ein. Und deswegen habe ich ungeplanterweise auch noch mehr Zeit, diese Ziele zu erfüllen. Und das freut mich einerseits natürlich auch. Und ja, also es wird viel passieren in diesem Jahr. Und natürlich werdet ihr auch von einigen diesen Sachen auf diesem Kanal erfahren. Und ich gehe jetzt mal auf meinen Instagram-Account. Dort habe ich nämlich nochmal zu Fragen für das Q&A aufgerufen. Und wie gesagt, da kamen wirklich sehr, sehr interessante auch zusammen. Und ich würde jetzt die einfach der Reihe nach beantworten wollen. Und wir fangen ganz oben an mit Verena. Möchtet ihr noch ein weiteres Kind? Nein. Wir hatten uns das ja mal offen gelassen, hatten ja mal überlegt, dass wir eigentlich gern 4 Kinder haben wollten. Aber wir haben jetzt beschlossen, nicht umziehen zu wollen, also hier bleiben zu wollen. Und hier gibt es einfach nicht die räumlichen Voraussetzungen für noch weitere Kinder. Und wir haben einen Jungen, wir haben Mädchen, die sind beide gesund. Und ich habe ja immer gesagt, ich möchte meinen Kindern auch gerecht werden können. Und habe immer gesagt, wenn ein weiteres Kind, dann erst, wenn ich sicher sagen kann, ich kann den beiden Kindern, die schon auf der Welt sind, immer gerecht werden zu jeder Zeit und erst dann könnte ich mir noch ein drittes vorstellen. Und nein, also bei uns wird es wirklich nur die beiden Zwerge geben. Was ich beruflich außerhalb meiner Elternzeit mache. Außerhalb nehme ich jetzt einfach mal, was ich vor meiner Elternzeit gemacht habe. Ich habe Eventmanagement und Wirtschaft studiert, habe dann in einem Versicherungsbüro gearbeitet und ja, jetzt bin ich in Elternzeit. Heißt nicht, dass ich nicht arbeite. Also ich arbeite jeden Tag an verschiedenen Projekten und verdienen damit mein Geld. Und das Ziel ist eigentlich, dass diese Projekte nach meiner Elternzeit so viel Geld abwerfen, dass ich das auf diese Weise nur intensiver, weil ich mehr Zeit habe, weiterführen kann. Ich möchte also nicht in den Büroalltag zurückkehren, wie man das so kennt. Wann möchtest du wieder arbeiten gehen? Wann geht Svea zur Krippe bzw. Kita? Da haben wir die Frage schon. Eigentlich war der Plan, dass Svea im September diesen Jahres in den Kindergarten geht. Krippe ist ja bei uns nicht, also die gehen ja sofort in den Kindergarten, es sind gemischte Gruppen. Und ich wusste, dass sie die Kinder im September nehmen, quasi wenn die Schulkinder raus sind, werden neue Kinder genommen. Also habe ich den Antrag schon für September gestellt. Das fand ich schon lang. Also das heißt, ich wäre 1,5 Jahre mit Svea zu Hause geblieben und schon das fand ich lang. Bei Vince war es so, dass ich wieder arbeiten gegangen bin, als er 10 Monate alt war. Und ich habe bei ihm dann auch gemerkt, als er dann in den Kindergarten gekommen ist, er brauchte das auch. Er brauchte diesen Kontakt mit den anderen Kindern. Also für ihn war das auch wichtig. Und kurz vor Weihnachten habe ich die Nachricht bekommen, dass wir Svea erst im Januar in den Kindergarten bringen können. Und das war erstmal doch hart. Weil das bedeutet für mich halt nochmal 4 Monate länger zu Hause Mama sein. Und es bedeutet auch, ist ja auch ein geldlicher Aspekt, ne? Also ich bekomme Geld für 1,5 Jahre. Das heißt, Oktober, November, Dezember, Januar gibt es nichts, gar nichts. Und das muss man erst auch mal auffangen können. Jetzt haben wir natürlich lange Zeit, uns darauf vorzubereiten. Trotzdem war es jetzt erstmal nicht so der Knaller. Und genau, Svea wird dann also
schon 22 Monate alt sein. Und es wird halt auch, wir haben halt nochmal den Winter. Also ich finde den Winter immer die schwierigste Zeit, wenn man ein Kind alleine zu Hause hat, das auch zu beschäftigen, weil man einfach logischerweise nicht ganz so viel raus kann. Den nächsten Winter wird es schon wieder gehen, weil sie dann natürlich laufen kann. Können wir dann auch Schlitten fahren und so. Das ist halt jetzt im Moment einfach auch noch nicht möglich. Und ich bin gespannt, wie das wird. Also ihr werdet es ja dann in dem Vlog sehen. Ich glaube, ich werde zwischenzeitlich echte Durchhänge haben. Bin ich mir sicher. Dann wollte typisch Tine wissen, welche Eigenschaften liebst du besonders an deinen Kindern und welche nicht? Fangen wir mal mit Svea an. Was ich an Svea liebe, ist wirklich ihre unerschütterliche Freude. Also die kann gerade geweint haben, die kann eine Sekunde später, kann die dich schon wieder anlachen aus tiefstem Herzen. Was ich nicht an ihr mag, oder welche Eigenschaft ich nicht an ihr mag, sie ist sehr, sehr fordernd. Wenn ich etwas esse und sie gerade etwas anderes isst, oder sie ist fertig mit Essen und Vince isst noch was, knurrt sie. Und das ist etwas, was mir nicht gefällt und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Welche Eigenschaft ich bei Vince sehr mag, ist so seine. Er gibt seine Liebe frei heraus. Also der umarmt, der küsst, der sagt auch ganz viel, wie lieb er einen hat und dass er auch so für einen da ist. Also er sagt halt dann immer, er sagt nicht, ich bin für dich da, sondern er sagt, Mama, ich hab dich oder Mama, ich halte dich. Und das ist super, super schön. Was ich nicht so an ihm mag, ist, er hat halt gerade eine bockige Phase. Das ist ja jetzt keine Eigenschaft von ihm, das ist halt im Moment einfach so. Ich glaube, das ist auch so mit ungefähr 3,5, 4 Jahren, dass er halt manchmal, wenn wir rausgehen wollen, ich da echt eine Viertelstunde mit ihm rumdiskutiere, ich ihn dann angezogen draußen stehen habe. Aber ansonsten kann ich jetzt keine Eigenschaft direkt benennen, die ich jetzt nicht mögen würde. Was schätzt du, sind die Charaktere deiner Mäuse, wenn sie erwachsen sind? Also ich glaube, Vince wird wirklich jemand sein, der viel, viel Liebe zu geben hat. Wahrscheinlich damit auch oft auf die Nase fällt. Und Svea wird nicht das genaue Gegenteil, wollte ich gerade sagen, das ist falsch gesagt, aber sie wird eine sehr viel stärkere Persönlichkeit sein und ich glaube, sich auch viel nehmen, was sie so haben möchte. Chrissy fragt, ob ich eine gute Schülerin war. Ich war so typisches Mittelmaß, also ich war gut, so ein Zweier Durchschnitt. Bist du unter Fremden noch eher schüchtern? Noch eher schüchtern. Hat nicht un also ja, es hat schon was mit Schüchternheit zu tun, aber ich bin auch immer erstmal vorsichtig. Also mir wurde zum Beispiel auch mal von Freunden gesagt, als wir dich noch nicht kannten, dachten wir, du bist arrogant, weil ich halt nicht sofort auf jeden zugehe und mit dem rede. Ich bin halt erstmal, wenn ich jemanden nicht kenne, erstmal ein bisschen vorsichtig, höre mir erstmal an, was der zu erzählen hat. Und wenn die Chemie stimmt und wenn man ein gemeinsames Thema findet, dann erzähle ich auch. Und welche Länder ich bisher bereist habe, sind gar nicht so viele. Ich war in Ungarn, England, Frankreich. Ich glaube, das war es schon. Also Frankreich habe ich halt, ich glaube, ich war, an Spanien war ich noch. Einmal war ich in Spanien, ich war 8-mal in Frankreich und 2-mal in England bisher. Und ich sehe gerade, ich muss jetzt erstmal mein Handy, Quatsch, mein Handy, meine Kamera ans Ladekabel stecken und dann geht's weiter. So, jetzt können wir weiterreden, ohne dass ich Gefahr laufe, dass die Kamera plötzlich einfach ausgeht. Julia Nest fragt, ist Manus Job eine Belastung für dich bzw. eure Familie? Hat er vor, eine Umschulung etc. zu machen? Er arbeitet doch im Schichtsystem, oder? War früher mal so. Manu hat im Schichtdienst gearbeitet, bis Svea geboren wurde. Und da habe ich mir anfangs auch echt Sorgen gemacht, wie das werden soll. Und ganz am Anfang, wo sie noch sehr klein war, wäre es auch sehr, sehr schwer geworden, weil das war ja diese Zeit, wer meine Mai-Vlogs kennt, wo wir abends immer mit ihr spazieren gehen mussten, einfach weil sie da diese Schreiphase hatte. Und das hätte ich einfach nicht machen können, wenn Manu zum Beispiel Spätschicht gehabt hätte und nicht da gewesen wäre, weil ich ja Vince hier nicht alleine lassen kann. Und es war aber so, dass sich eine andere Jobmöglichkeit für Manu ergeben hat. Und er arbeitet jetzt Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr. Wie das Normalsterbliche auch tun. Wir haben uns jetzt erst letztens wieder darüber unterhalten, über die Vor- und Nachteile von Schichtarbeit und dieser Normalarbeit. Es hat beides Vor- und Nachteile. Auch die Schichtarbeit hat ihre Vorteile, was ich jetzt manchmal merke. Der Alltag ist halt nicht immer derselbe. Manchmal war er dann halt vormittags da oder unter der Woche, dass er dann auch mal
2, 3 Tage frei hatte. Das lockert so ein bisschen den Alltag auf. Dadurch ist nicht jeder Tag gleich, was mir im Moment Schwierigkeiten bereitet. Genau, das waren halt so die Vorteile. Die Nachteile sind natürlich Nachtarbeit oder wenn er dann streckenweise echt jedes Wochenende arbeiten musste. Also beides hat so seine Vor- und Nachteile. Jetzt diese geregelten Arbeitszeiten, dadurch hat man halt, dass er die Kinder unter der Woche wenig sieht, weil er ist dann ungefähr, wenn er pünktlich ist, ist er 4:30 zu Hause. Das heißt, er sieht Svea noch eine halbe Stunde, bevor die ins Bett geht. Und dann hat man halt nur diese 2 Tage Wochenende und versucht halt dann so viel wie möglich in diese 2 Tage an A, Familienzeit zu quetschen, aber auch B, Freunde. Und dann bleibt natürlich auch mal so ein bisschen was im Haushalt liegen, was ich beispielsweise nicht machen kann, was halt Manu machen muss. Und das ist dann auch manchmal schwierig, wenn man das wirklich so auf diese 2 Tage dann beschränken muss. Frau Pilzchen fragt, ob ich mit meiner Familie auswandern würde. Nein. Nicht, weil mir Deutschland so gut gefällt, sondern weil mir A, das deutsche Gesundheitssystem so gut gefällt und auch B, das deutsche Rechtssystem. Wir sollten uns alle mal bewusst machen, was wir hier in Deutschland haben, was andere Länder nicht zu bieten haben. Und diese Sicherheit ist mir einfach viel, viel wert. Und ich fahre lieber in Urlaub und gerne auch mal einen Monat, wenn das irgendwann mal möglich ist, aber ich möchte nicht auswandern. Machst du dir manchmal Sorgen um die Zukunft? Nie, gar nicht. Manu ist eher der, wobei er das auch schon abgelegt hat, weil er auch gemerkt hat, dass einen das nicht weiterbringt. Ich denke vielleicht an das, was morgen und übermorgen ist. Aber ich denke natürlich auch ein bisschen weiter. Ja, ich habe vorhin erzählt, ich habe Ziele. Da muss man natürlich in die Zukunft denken. Aber ich denke immer positiv in die Zukunft. Ich mache mir nie Sorgen um die Zukunft. Weil sie sagt, weil im Moment so viel überall passiert. Da muss ich ganz sagen, bin ich ein vielleicht egoistischer Mensch, wenn ich das jetzt sage. Wir wohnen in einer kleinen Stadt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Probleme mit Anschlägen haben werden, ist minimalst. Und deswegen würde ich auch nie in eine Großstadt ziehen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in Urlaub fliegen. Das heißt nicht, dass wir nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen oder auf große Konzerte oder Veranstaltungen. Das machen wir trotzdem, weil es kann dir immer und überall was passieren. Ich kann jetzt ins Auto steigen und einen Unfall haben. Und deswegen so darf man nicht leben, weil dann macht man sich sein Leben kaputt. Daga fragt, ob ich ein Lebensmotto habe und ob ich dieses auch lebe. Ja, also mein Lebensmotto ist, schon in der Schule musste man doch immer, wenn man bei, ich weiß nicht, wie hieß denn das, StudiVZ, und da musste man immer sein Lebensmotto angeben. Und mein Lebensmotto war damals schon und ist immer noch, the show must go on. Und das ist auch heute noch so. Es muss immer weitergehen und es geht auch immer weiter, auch wenn du jetzt eine Tiefphase hast, es muss weitergehen, du musst weitermachen und es wird wieder besser. Und deswegen ist mein simples Lebensmotto, the show must go on, und ich lebe auch wirklich danach. Was liebst du an dir? Ich mache das mal, was ich äußerlich an mir liebe, ist mein Gesicht. Und ich mache mal, was ich innerlich an mir liebe, ist meine Ruhe. Also ich bin ein sehr ausgeglichener und ruhiger Mensch. Auch ruhig in der Kommunikation mit anderen. Hättest du dir dein Leben, so wie es jetzt ist, vor 10 Jahren vorgestellt? Vor 10 Jahren war ich 17. Ja, 100%ig hätte ich mir mein Leben so vorgestellt, wie es jetzt ist. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Mann, den ich jetzt habe, ja, weil mit 17 war ich in jemand anderen verliebt als in Manu. Ich war in Manu verliebt, da war ich 14. Also das erste Mal in Manu verliebt, da war ich 14. Deswegen hätte ich mir mein Leben vielleicht damals, vor 10 Jahren, mit einem anderen Mann vorgestellt, aber genau so, wie es jetzt ist. Mami Steffi fragt, gibt es Sachen, die du deinen Kindern unbedingt nahelegen willst? Zum Beispiel Rituale, die früher eure Eltern bei euch gemacht haben? Nein. Es gibt Dinge, die ich meinen Kindern nahelegen will. Auf jeden Fall. Das sind aber Werte. Oder das ist auch, wie man anderen Menschen gegenüber begegnet. Das hat was mit Respekt zu tun, es hat was mit Vorurteilen zu tun. Oder beziehungsweise Vorurteile bitte nicht zu haben. Sowas möchte ich meinen Kindern beibringen. Ich möchte meinen Kindern auch beibringen, dass sie alles werden können, dass sie alles machen können, was sie möchten, dass sie nur den Willen haben müssen und es durchziehen müssen. Sowas möchte ich meinen Kindern beibringen. Aber es gibt keine Rituale von früher, die ich ihnen jetzt so nahe bringen möchte. Alle Rituale, die wir haben, die haben sich aus unserem normalen Leben, Alltag einfach so entwickelt. Und ja, es ist nichts, was ich früher gemacht habe, was ich jetzt unbedingt meinen Kindern weitergeben möchte, nein. Dann Lara von Mondberg fragt, was war die größte Challenge
beim Mama werden und was war bisher das Einfachste daran für dich? Das finde ich eine sehr interessante Frage. Das Schwerste am Mama werden. Ich fand es auch gut ausgedrückt. Eigentlich bin ich Mama, aber das Schwierigste am Mama werden war wirklich so diese Erkenntnis, du hast nicht mehr diese Zeit für dich selbst. Du bist jetzt nicht mehr nur Julia, du bist auch Mama und du bist eigentlich zu 70% Mama und nur noch zu 30% Julia. Manchmal war ich auch nur zu 2% Julia. Das war für mich das Schwerste, einfach so dein eigenes bisheriges Leben vollkommen abzustreifen und was Neues anzugehen, völlig neues Leben zu leben, wirklich. Und ich habe gedacht, beim zweiten Kind wird mich das nicht nochmal so runterreißen, aber ist auch beim zweiten Kind so, weil dadurch, dass Vince älter wurde, hatte man wieder ein bisschen mehr Zeit für sich einfach. Und das hat sich halt jetzt wieder gedreht. Jetzt habe ich wieder noch weniger Zeit durchs Wehr, weil sie so klein ist. Und das war für mich das Schwerste, so das eigene Leben erstmal sehr, sehr, sehr weit hinten anzustellen. Was das Einfachste war, war, wenn ich es jetzt vergleiche zu dem, was ich von anderen Eltern, Müttern höre, Schlafen und Essen der Kinder. Meine Kinder haben halt immer super geschlafen. Svea schläft sogar noch besser als Vince. Also die schläft durch, komplett. Also bei Vince weiß ich, als der Zähne gekriegt hat, bin ich wirklich 2, 3 Stunden lang alle 10 Minuten aufgestanden und zu ihm rübergegangen. Selbst wenn Svea Zähne kriegt, schläft die durch. Also deswegen das Einfachste am Muttersein war wirklich so dieses Schlafen. Also ich konnte nachts wirklich immer sehr gut schlafen. Dann haben wir jetzt Jessica. Was arbeitest du und dein Mann? Was ich arbeite, hatte ich schon ein bisschen erzählt. Ansonsten, was ich jetzt arbeite, ist sehr vielschichtig. Also ich bin Dozentin, ich bin Social Media Influencer natürlich, aber ich bin auch Sprecherin. Und Manu ist im Gesundheitswesen als Krankenpfleger tätig. Könntet ihr euch vorstellen, auszuwandern? Wieder diese Frage. Nein, also ich verfolge gerne auch Familien, die ausgewandert sind. Aber für mich wäre das gar nichts. Wollt ihr mal in ein Haus ziehen? Wir wohnen in einem Haus. Also nein, wir wollen, also wir wohnen halt schon in einem Haus. Und wie hättet ihr Svea mit anderem Geschlecht genannt? Etienne. Svea wäre ein Etienne geworden. Madeleine Schreier fragt noch, gibt es etwas, was du bereust, getan zu haben oder vielleicht auch nicht? Ich war letztes Jahr an einem Punkt, darüber habe ich auch ein Video gemacht, das kann ich euch gerne nochmal verlinken. Da habe ich viel über eine Zeit nachgedacht, die hätte mein ganzes Leben verändern können, komplett, innerhalb von Sekunden. Und da habe ich viel über dieses Was wäre, wenn nachgedacht. Und das hat mich ein paar Tage geplagt und irgendwann kam ich zu diesem Punkt, dass es völlig sinnlos ist, darüber sich Gedanken zu machen. Und deswegen denke ich nicht mehr so. Ich denke nicht, was wäre gewesen, wenn oder was könnte sein, wenn. Es ist ja nicht so und ich werde nicht wissen, wie es gewesen sein könnte. Ich habe eine Entscheidung getroffen und aus dieser Entscheidung heraus hat sich mein Leben weiterentwickelt. Und deswegen denke ich so nicht. Ob ich Dinge bereue? Nee, auch nicht. Wenn man mir die Möglichkeit geben würde, an gewisse Punkte meines Lebens nochmal zu springen und irgendwas anders zu machen, sicherlich. Einfach vielleicht auch, um zu sehen, was das für andere Auswirkungen hätte. Oder einfach jetzt mit dem Ich, das ich jetzt bin, Dinge nochmal anders erleben. Wir haben uns letztens unterhalten, weil viele ja sagen, genießt die Schulzeit. Es wird nie wieder so toll werden wie in eurer Schulzeit. Ich bin froh, dass ich aus der Schule raus bin. Ich bin jetzt seit 9 Jahren aus der Schule raus. Und ich bin froh, dass es so ist. Also ich war damals nicht die Person, die ich heute bin. Und ich war eine, also wenn ich so zurückdenke, die Person, die ich damals war, ich möchte nie wieder so sein. Ich war furchtbar. Ich war jemand, der sich ganz doll von der Meinung anderer Menschen abhängig gemacht hat. Und ich war so klein mit Hut. Und nee, meine Schulzeit wünsche ich mir überhaupt nicht zurück. Ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin. Und ich habe mich so weiterentwickelt und so zum Positiven entwickelt, seit ich aus der Schule raus bin. Also es ging los, bin 2008 aus der Schule raus und 2010 ging es bei mir wirklich so, dass ich mich weiterentwickelt habe, stagnierte dann nochmal und machte dann nochmal so einen extremen Schub. Und ja, also ich wünsche mir zum Beispiel die Schulzeit auch gar nicht zurück. Ich danke euch allen für eure Fragen.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen was Neues über mich zu erfahren. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!